Der symbolische Startschuss ist gesetzt. Die Bewerbungszeit beginnt. Seit dem 7. März können sich Brandenburger Unternehmen für den Zukunftspreis 2017 bewerben. Ein Preis, den seit 4 Jahren die 6 Kammern gemeinsam an zukunftsträchtige, innovative Unternehmen vergeben. Ein Preis, der sich in der Unternehmerschaft längst einen Namen gemacht hat. Die Organisatoren erwarten ab sofort vielversprechende Bewerbungen. Na, wir müssen irgendwie sehen, dass wir alle erreichen im Sinne der Aufforderung. Wir haben in den vergangenen Jahren gute 100 Bewerbungen in jedem Jahr ungefähr gehabt. Im vergangenen Jahr war es etwas weniger, aber das tut der Qualität der Bewerbungen keinen Abbruch. Zum Auftakt der diesjährigen Zukunftspreissaison teilten ehemalige Preisträger wie Spielplatzbauer, Schokoladenhersteller und Felsenbauer ihre überaus positiven Erfahrungen mit dem Brandenburger Wirtschaftspreis bei einer Pressekonferenz mit. Tipps für unentschlossene Firmen gab es gratis. Einfach an sich glauben und nicht einfach denken, ja, ach, wir sind zu klein und so, weil wir haben auch gedacht, wir füllen die Formulare aus, aber so ein Zukunftspreis, das klingt natürlich nach wow, aber ja, und dann plötzlich ist man doch Gewinner und das ist also ein unheimliches Gefühl. Wirklich bewerben und ja, dann staunt man, was man dann doch so in der Öffentlichkeit bedeutet. Bevor sich jedoch am 10. November 2017 wieder die Tore des Schlosses Neu-Hardenberg zum großen Festakt öffnen, heißt es, eine aussagekräftige Bewerbung abzusenden. Dabei steht nicht die Größe eines Unternehmens im Fokus, sondern die unternehmerische Leistung. Es lohnt sich unbedingt, sich zu bewerben und um diesen Preis zu kämpfen, weil es eine unwahrscheinliche Bestätigung ist für das, was man tut, was man im täglichen Leben erkämpft, was man da an Aufmerksamkeit generieren kann.